Mit der Ausstellung Mutige Frauen im Burgenland startet das Meetup des Projektes Frauenmut, Frauenarmut in der Fachhochschule Eisenstadt. Initiiert wurde diese Bildersammlung von Frauenreferentin Astrid Eisenkopf. Dieses Projekt Frauenmut, Frauenarmut soll vor allem Aufschluss darüber geben, welche Maßnahmen notwendig sind, um die Berufs- und Lebenssituationen der Frauen im Burgenland zu verbessern. Elke Saaley und David Stör führten dieses Projekt von September 2018 bis Februar 2020 durch. Sie legten dafür einen klar definierten Ablauf fest. Das Projekt war in drei Phasen aufgebaut. Wir nutzen die gute Datenlage, die es im Burgenland gibt, und haben vorhandene Studien ausgewertet nach Fragestellungen, die Frauen betreffen, Erwerbsarbeit, Mobilität und andere Dinge. Sind dann ins Feld gegangen mit Fokusgruppen und haben direkt mit Frauen und Männern Gespräche geführt, um unsere Thesen abzuholen und abzufragen, und haben dann in der letzten Phase ganz intensiv in die Netzwerkarbeit investiert, um wirklich mit Frauen und Männern vor Ort in den Regionen wirklich ins Tun und ins Maßnahmenentwickeln auch zu kommen. In diesen drei Phasen haben sich insgesamt 6 Themen herauskristallisiert, die im Alltag für Frauen eine große Bedeutung haben. Zu diesen zählt die Erwerbstätigkeit, wobei hier sehr oft die Arbeitszeiten an die Betreuungszeiten des Kindergartens angepasst werden. Die Wohnsituation und die daraus resultierenden Kosten, die Infrastruktur und Mobilität. Diese beginnt schon bei der Frage, kann ich mir einen Computer leisten und habe ich damit Zugang zu wichtigen Informationen? Beim Thema Selbstwert und Stigmatisierung sind die Betreiber des Projekts auf durchaus Bekanntes gestoßen. Wir wissen die Zahlen zu Einkommen oder zu Beschäftigungsausmaßen zwischen Frauen und Männern. Überraschenderweise aber doch einige Erkenntnisse, die zeigen, wie stark wir noch an Rollenbildern und Vorstellungen arbeiten müssen. In allen Erhebungsphasen sind uns Rollenstereotype begegnet, dass Frauen oder Männer für das eine oder andere aufgrund ihres Geschlechts besser geeignet sind. Hätte man im Jahr 2018 bis Ende 2019 nicht mehr vermutet. Auch die Frage, wo kann ich mir Wissen aneignen bzw. wo kann ich mich informieren, hat einen hohen Stellenwert für Frauen. Bei dem Thema Gesellschaft und Betreuung schließt sich der Kreis zur Erwerbstätigkeit und der Betreuung von Kindern. Magdalena Freismuth von den Frauenberatungsstellen sieht ihre Institution als wichtiges Instrument, um Frauen zu informieren. Doch deren finanzielle Lage ist angespannt. Es ist tatsächlich so, die Frauenberatungsstellen, die haben eine sehr geringe Basisfinanzierung. Ja? Das heißt, es muss gesagt werden, dass wir die Mittel, die wir vom Bund bekommen, die wurden seit 2012 nicht angepasst. Ja? Wir passen aber die Gehälter unserer Mitarbeiterinnen natürlich jährlich, also die vorgeschrieben, jedes Jahr an. Das heißt, wir werden de facto Jahr für Jahr gekürzt, und das muss wirklich gesagt werden. Zu diesem Thema gibt es aber einen Lösungsansatz aus dem Publikum. Wenn die Summe feststehen, habe ich einen Punkt, wo ich ansetzen kann, um Sponsoring zu promoten. Okay, es gibt doch genug Frauenprodukte, die was über Sponsoring Budget haben, Marketingbudget, das zu euch fließt. Man steht auch mit als Sponsor drauf, aber die haben keine Summe. Die Frauenreferatsleiterin Karina Ringhofer sieht hier nicht nur die öffentlichen Stellen gefordert. Also es geht nicht nur um die Netzwerke selber, wir müssen auch in die Familie hineingehen. Wir müssen versuchen, die Männer in die Verantwortung zu nehmen. Die Männer sind daran beteiligt und müssen dabei helfen, Vereinbarkeit zu leben und auch daran mitarbeiten, Frauenarmut zu reduzieren. Bereits jetzt laufen die Anstrengungen, um das Thema leistbares Wohnen zu verwirklichen. Weitere Projekte sind geplant, um hier entscheidend der Frauenarmut entgegenzuwirken.